Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Herokon Online. So, ich habe noch ein bisschen Einstellungen rumgespielt. Da ich den Rechner eben aus hatte, hat sich das irgendwie in den Flashplayer-Einstellungen wieder geändert, dass ich unbegrenzt auf die Festplatte speichern Daten und dadurch ist auch die Performance wieder runtergegangen. Keine Ahnung, warum sich das nicht gespeichert hat. Auf jeden Fall sollte es jetzt besser klappen. Machen wir direkt die nächste Quest für den Baden, der sein Leier wieder haben will. Also wenn es jetzt wieder irgendwie anfängt zu ruckeln, dann weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber momentan sieht es ja flüssig aus. Konstant bei 60 Frames. Schauen wir mal, wie es bei den Kämpfen aussieht. So, jede Menge Gegner. Stibitzen wir die mal einzeln raus. Sieht geräuschvoll hoch und spuckt aus. Ex, das kam von ganz unten. Wirk. Oh, wir sollten vielleicht vorher mal Fährten suchen machen. Ich muss unbedingt nochmal hier so ein paar Braios-Tagskerzen besorgen, damit ich mich mehr Schaden mache. Ja, kämpfen klappt gut. Super. Genauso will ich das. Keine Ahnung, warum sich das verstellt hat wieder. Sollte ich vor den Let's Playen immer mal checken am besten. Parade, das ist nicht schlecht, ne? Das ist ganz gut für Stufe 10, würde ich sagen. Charisma und Fingerfertigkeit ist halt mies bei ihm. Habe ich das dann eingestellt. Aber wichtig ist sowieso die Gewandtheit und die Körperkraft jetzt erstmal für ihn. Die haben einiges nettes Zeug hier. Ist auf jeden Fall ein bisschen was wert. So ein Rotz. Oder auch nicht. Hochwertiges Kurzschwert. Ah, nee. Das meine doch besser. So, der scheint mich noch nicht anzugreifen. Wir schnappen uns erstmal den anderen da, bevor wir den anquatschen. Was haltet ihr davon, Jungs und Mädels? Daher stechen wir noch eins von Olisons fetten Schweinen ab. Ja, ich habe ja noch eine zweite Quest hier. Kann ich direkt in einem Durchmut machen. So, Halunke. Ja? Was willst du? Ich will erstmal hier die Fährtensuche nochmal neu aktivieren. Was willst du hier? Ich denk nicht mal dran, dir meine Leier zu geben. Ich hab viel Spaß damit. Zerrt wieder an den Seiten. Oje, der Grobian macht die noch kaputt.
Was glotzt du so? Gefällt dir etwa meine Musik nicht? Dafür gibt's ein paar aufs Maul. Ja. Verzieh dich! So siehst du aus. Zeig dir gleich mal aufs Maul. So, schnell Fährtensuchen nochmal aktivieren. Und dann nochmal eins drauf. Attacke gegen Mensch plus 3. Sehr gut. Und Initiative. So, die haben wir schon mal. Aber bevor wir die zurückbringen, ändere ich gerade mal um. Was war das denn? Räuberhaar, ne? Ich soll für den Druiden Jarl ein paar Haare von dem Räuber namens Thorolf besorgen. Der hat sich hinter dem Hof des Bauern Ulissen seinen Unterschlupf. Ah, der ist irgendwo hier im Osten. Alles klar. Gehen wir doch direkt mal dahin. Das ist der Hauptmann. Na? Thorolfs. Der Räuberhauptmann ist von Narben bedeckt. Muskeln treten unter seinen ledernen Armschienen hervor und er schwingt sein riesiges Schwert, als wäre es aus Holz. Leute, heute Nacht gehen wir über zum Fettsack. Oh. Das glaube ich eher nicht. Aber ich habe mich gerade zu los. Lauter geworden, oder? War das nochmal? Hat die schon was leiser gestellt? Übernehmen. Da, den unten nehmen wir auch noch mit. Bringe Jalan die Haare. Warenschau. Wo war das denn? War die auch in Greifenfort? Oh nee, da oben. Lichthag. Eieiei. Ja, dann reisen wir doch mal schnell nach Lichthag. Und dann zurück nach Greifenfort. 25 Sekunden, das geht ja flott. So, da ist er. Seid mir gegrüßt. Du bist zurück und wie ich sehe, warst du erfolgreich. Ich danke dir. Hier hast du deinen Haltrank und sei gewiss, dank dir wird der Bauer mit seinen Leuten Ruhe vor Thorolf haben. Bis wir uns wiedersehen. Ja, bis denne. Sehr schön. Und dann reisen wir doch direkt mal zurück in die Stadt. Und beenden die andere Quest. 20 Sekunden, sehr gut.
So, ich hab dein Leierchen. Seid mir gegrüßt. Da ist sie ja, mein Schatz. Ich danke euch. Wusste ich doch, dass ihr die richtige Wahl seid. Hier habt ihr das Silber, das ich versprach. Und ein kleines Ständchen werde ich euch zum Dank auch noch spielen. Bis wir uns wiedersehen. Der Bade hat seine Leier zurück. Was gut ist, er kann wesentlich besser musizieren als dichten. Supi. So, eine Erde voll Handvoll Staub. Saboteurin, die können wir schnappen, genau. Schatzjagd ist wieder eine größere Mutprobe. Ah, da müssen wir sowieso hin für eine Erde voll Staub. Das machen wir im nächsten. Ich würde sagen, wir machen noch die Saboteurin schnappen. Das war die, die dafür zuständig gewesen ist, dass hier das Apfelmus und der Pokal und alles da wegen Nostria und Andergast, die Streitigkeiten, damit hat das zu tun. Und das ist eine Folgequest darauf. Dass ich hier nicht so lang galoppieren kann mit dem Pferd oder sowas. Oder Nutztier mitnehmen könnte, wenigstens der für mich Zeug schleppt. Obwohl wir haben noch 6 von denen. Aber ich kann den ganzen Krimskrams von mir verkaufen, genau. Travia zum Gruße. Hier, ein bisschen Holz. Den denn bekommen? Setzen wir doch direkt mal hier rein. Amulett der Intuition. Angros Amulett. 0,2 Rüstungsschutz. Sollte ich das anziehen? Der Rüstungsschutz ist nicht schlecht. Parade erhöhen, das klappt eigentlich ganz gut momentan, finde ich. So, schauen wir uns doch nochmal kurz an. Wie viel haben wir? 7,7. Ja, bringen die 0,2 mir sowieso nichts. Und dann will ich nämlich auf 7,9. Dann brauchen wir das auch nicht anzuziehen. Oh. Hat sie mir Goblins auf den Hals gehetzt. Da, Großlin auf Weg, wie Frau sagt. Alles klar. So ist das also. Direkt mal Fährten suchen aktivieren. Das war ein leckerer Apfel, glaube ich, ne? Oh ja, 35 Lebenspunkte Regeneration. Das ist nicht schlecht. Das tun wir doch mal mitnehmen irgendwo rein. Provozieren. Ermöglicht den Gegner in Rade zu verletzen. Aufgestachelt greift sofort Provokateur an. Ja, das brauche ich eigentlich nur zum Tanken, ne? Nicht, wenn ich Solo spiele. Taschendiebstahl werde ich sowieso nie begehen. Nicht mit dem Charakter auf jeden Fall. Dann kommen die Äpfel. Kann ich das hier so tauschen? Nö. Kann ich nicht. Ja, ist ja egal. Tun wir erstmal hier die Äpfel hin. So, sehr gut. So, folgen wir der Spur. Wo ist sie hin? Hat sie noch mehr? Ah ne, das ist glaube ich ein Standardgegner. Keiner, der geschickt worden ist. Fünf Stück.
Rechner Strauchdieb. Ja, sollen wir da mal so einen leckeren Apfel probieren? Ja, machen wir mal. Mh, lecker Apfel. So, und hier muss ich auch nochmal Fährten suchen nehmen. Neue Gegner. Intuition ist erhöht. Wodurch das? Weiß ich nicht mehr. Wodurch habe ich denn die Intuition erhöht? Das sind eine Menge. Puh. Wuchtschlag treffe ich so gut wie nie. Mistteil ist das. Wer bist du denn? Mach's kurz. Bitte tu mir nichts. Ich habe nichts gemacht und werde mein Gold ab heute ehrlich verdienen. Bei Prarios, ich schwör's. Ja, hier war so eine alte, dicke Frau. Sie gab uns Gold und meinte, es könnte sein, dass bald jemand vorbeikommt, den wir ausräumen sollen. Dann ging sie weiter Richtung Finsterkamm. Ich wollte ihr noch sagen, dass da Orks wohnen, aber sie hatte es so eilig und wollte nichts davon hören. Ich sag... dir sag ich's aber, da im Norden wohnen Orks, sieh dich vor. Ja, danke schön. Verzieh dich. Ja, verzieh du dich, Kerlchen. Kannst froh sein, dass ich dich nicht umgenockt hab. Gesindel. Ui. Tja, so wie es aussieht. Gerechte Strafe Prarios und sie wird jetzt krepieren, ne? Durch die Hände der Orks. Wie es aussieht. Kreicht laut, hilf mir, hier sind überall Schwarzbälte, bei den Zwölfen und Nostria, ich ergebe mich auch. Waschra? Ja gut, dann wollen wir mal drauf. Willst du mit Kashmira flüchten und sie in Greifen vor dem Prarios-Tempel abgeben oder sie den Orks überlassen? Ja, wir flüchten. Und dafür muss ich mich gegen massig Orks stellen, wie es aussieht. Rennen wir erstmal ein Stück hier runter. Gucken, vielleicht kann ich ja einen irgendwie wegnehmen. Scheinen mir aber alle zu folgen. So. Das haben wir schon mal angemacht. Los. Hau gefälligst zu Moos, die Gegner. So. Trank. Habe ich leider nur noch einen von. Und mach schon kaputt. So. Einer weniger. Ja, das werde ich wohl nicht packen. Ohne einen Tod. Wow, ja, dann war's das. Naja, macht ja nichts. Hätte ich den Trank auch direkt sein lassen können. Ein leckerer, süßer Apfel. Ah, da kommen die direkt wieder. Ich hätte liegen bleiben sollen. Na super. Ja, folge mir. Ich hoffe, die folgt mir. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Nein, sie folgt mir nicht.
Ja, da regeneriere ich mich gerade mal voll und dann renne ich zurück. Ich hoffe, das klappt. Hier ist nochmal so ein Grießbrei. Getreidebrei, meine ich. Einmal Fährten suchen. Sehr gut. Drei Stück noch. Das ist schaffbar. Komm. Hau ihn schnell zum Mus. Ah. Oder auch nicht. Ja, das ist echt mies gegen viele auf einmal. Wenn wir eine Gruppe werden, würden wir dies wahrscheinlich einfach wegmägen. Das ist ja leider nicht möglich. So, jetzt warten wir mal, bis das wieder voll wird. Geht ja wohl gar nicht. Gegen Goblins. Gegen Orks plus 3. Plus 2 Initiative. Da nochmal Initiative plus 2. Ach, so sieht man es noch besser, okay. So, jetzt geht's euch an den Kragen, Mistkerle. Na noch, hau schon drauf. Hau zu! Was macht der da? Ach du Jemine. Der haut nicht zu. Ich krieg zu viel. Boah, schon fast wieder tot. Ist das abgefahren. Nur weil er nicht zugehauen hat. Du Vollhonk. Komm, renn hier raus. Unglaublich. Gibt's da nicht. So, jetzt aber. Vernichtung. Geh schon kaputt, du blöde Wache. Gibt's da nicht. Tja, ist ja nicht zu schwach.
dieselbe Stufe wie ich. Ich Verteidigung höher mache durch den Schild, das wird nicht klappen. Dann treffe ich nämlich gar nicht mehr. Tja, dass die Zars Wiederbelebung von meinem Zwerg nicht hier rüber tun kann. Und auch blöd, dass ich hier die Energie jetzt nicht sehe, welche von denen der schwächere ist. Weil ich klicke, steht der auf. Keine Tränke, so ein Mist. Oh, jetzt habe ich ihn hier bekommen. Benutzt oben, okay. So, am besten aufstehen, direkt einen Apfel und Pferden so. Also, das Glück war mir hold. So, das war's mit den Punkten. Jetzt muss ich es irgendwie so packen. So, einer Nummer. Das ist schon mal super. Tja, Kärtchen, jetzt sieht das doch schon ganz anders aus. Schade, dass die Kampfmucke nicht dieselbe Lautstärke hat wie die andere Musik. Das ist natürlich viel lauter. Gehe zum Prarius-Tempel, rede mit Prario Moon Katma von Derkelstein. Ja, machen wir doch glatt. Ja, ist das doch wieder ein wesentlich längeres Take geworden. So kann es passieren.
der erste ist. Traios zum Gruße. Mein Kind, ich sehe, du hast die Frevlerin gefasst. Greifenfurt ist dir zu Dank verpflichtet. Traios segne dich. Nimm außerdem dies als Zeichen unserer Anerkennung. Traios mit dir. Oh, vielen Dank. Supi. So, gute Stelle für uns Break. Die 12 mit euch, nieder mit dem Namenlosen. Bis zum nächsten Video.